der Röder sind gekommen, beide in der Strache. Thank you.
So, wir sehen im Moment gerade im unteren Becken ein Treffen von unseren zwei Kalbilen, die wir haben. Das sind beides Modelle nach der Halbwiese, die vom Halbübersee fahren tut. Wenn sie jetzt gerade schön nebeneinander sind, dann sehen sie, dass die zwei nicht ganz identisch sind. Einmal einerseits sicher auffällig ist Grösse. Die grössere ist im Maßstab 1 zu 20, während die kleinere im Maßstab 1 zu 25 ist. Dann nachher ein grosser Unterschied ist die Epoche von diesen zwei Halbwiesen. Wenn Sie nämlich ganz genau her schauen, dann sehen Sie, dass die nicht wirklich ganz genau identisch sind. Etwas, was zum Beispiel unterschiedlich ist, ist der Masten. Der Masten ist bei den Grossen ist vorne, während bei den Kleinen ist er hinten oben drauf, hinter der Kabine. Also hinter der Kabine im Kopf. Der Grund ist folgende, das sind, wie gesagt, verschiedene Epochen. Die Grosse stellt eigentlich Kalbin dar, wie sie war, 1977, als sie ab Stapel gelaufen ist, während die Kleinere den Jahrgang oder Paarstellung ist, die Kalbin sich präsentiert hat, noch bis letztes Jahr. Tatsächlich wird Kalbin engagiert umgebaut worden in dieser Saison. Zwar ist der Salon innen erneuert worden, wieder auf aktuellen Stand gebracht worden. Modell die Grosse ist von Peter Gross gebaut worden, 1980, also ist auch schon ein über 30 Jahre altes Modell. Während die Kleinhalbwiese von mir gebaut worden ist und hier ist letztes Jahr auch fertig geworden. Sie müssen Sie mal beobachten, Sie sehen, es hat eine Menge kleine Sachen, die unterschiedlich sind. Aber genau das macht es vielleicht auch ein bisschen reizvoll, dass man hier eigentlich zwei verschiedene Darstellungen sieht vom gleichen Schiff, vom gleichen richtigen Schiff, wo man dann sieht, dass das durchaus im Laufe der Zeit verändern wird. Das grosse Schiff zeigt im Moment gerade die Wendefähigkeit. Die sind angetrieben mit einem Schottelantrieb. Das heisst, es ist ein Motor, der sich der Propeller kann 360 Grad drehen. Es hat einen Kaiserruder, weil man kann es voll und ganz steuern über den Propeller, der die entsprechende Richtung drehen tut. Das ist auch beim Original so. Unsere Schiffe sind, die dort auf unserem schönen Halbübersee unterwegs sind, das lohnt sich allemal. Speziell freut ist, dass wir heute auch vor Ort Vertreter haben von der Schifffahrtsgesellschaft Kalwi, die das kameratechnisch dokumentieren, wie die schönen Schiffe hier bei uns in der Badi in Polen ihre Runden ziehen.